Und natürlich von der Wiederauferstehung unserer Fußballnationalmannschaft. Kinder, war das toll, wie wir die Franzosen... Hallo, warum werde ich jetzt unscharf? Och nö, die blöde Cannabis-Legalisierung. Das war so klar, dass jetzt keiner mehr richtig arbeitet. Regie, könnt ihr bitte mal den Kameraleuten sagen, sie sollen aufhören zu kiffen? Oh, sorry. Olli, ich hab grad nicht zugehört. Das kann doch wohl alles nicht wahr sein. Vielen Dank, Karl Lauterbach. Ich will das einfach nicht und ich kämpfe dafür für den Thronpreis Bayern. Ein mega Osterei aus Schokolade, es duftet herrlich. Und was ganz besonders erfolgreich ist, es hat eine ganz interessante Bemalung irgendwie bekommen. Ja, vor allem eine sehr hässliche Bemalung. Und wenn Sie zu Hause sich jetzt fragen, was aus dem Hasen geworden ist, der in dem schlimmen Video mitspielen musste, ja, der hat neulich gekündigt. Ich verstehe es. Früher hat man halt auf der Fasner gesagt, liebe Riedlinger. Heute muss ich auch sagen, liebe Riedlingerinnen und Riedlinger. Und das verdirbt mir jeden Redefluss. Welchen Redefluss? Redefluss, das ist bei ihm ja wohl eher ein stehendes Gewässer, würde ich mal sagen. Sie merken, Gendern bleibt ein sehr beliebtes Politikerthema. Und das ist logisch. Bezahlbaren Wohnraum schaffen kostet zum Beispiel Geld. Sich über das Gendern aufregen kostet gar nichts. Wir haben schon 50 Jahre lang Dackel und die sind immer all gesund gewesen. Und dass man so eine Rasse abschafft, das ist eigentlich der schönste, kleinste Hund. Es gibt kleine Taschenhunde, die tue ich nicht akzeptieren. Ja. Diese Rehpinsche sollen sie ruhig in Schredder werfen. Die hasse ich eh. In der Dackel-Community herrscht inzwischen nackte Panik. Wirklich, die ersten von denen buchen schon Flüge ins Ausland. Ja. Andere lassen sich von Schleppern über die Nordsee rausbringen. Mensch, Kinder, das ist echt blöd gelaufen damals. Erst von Mama und Papa unterrichtet. Dann im Winter bei offenem Fenster in der Klasse gesessen. Alles, was es gab, waren blöde Ratschläge. Vielleicht macht man auch mal eine kleine Kniebeuge oder so oder klatscht in die Hände. Alter, was die so labert, naja. Aber seht es mal so, ihr Kids habt damals das Wort Resilienz gelernt. Und weil das so gut geklappt hat, kriegt ihr jetzt auch noch einen Schuldenberg vererbt. Und keine Rente. Chaka, ihr schafft das schon. Steini out. Denn mal ehrlich, was bringt das, jetzt noch mal im Einzelnen zu sagen, wer seinerzeit besonders viel verbockt hat? Das bringt doch nichts, da auf einzelne Leute zu zeigen. Das ist doch Quatsch. Na, wirklich nicht. Ich sage immer, wer ohne Schuld ist, der werfe die erste überteuerte Maske, meine Damen und Herren. Wie konnte das passieren? Wie bitte sind wir da hingekommen? Wo doch in den letzten Jahren wirklich nur, ja, die Besten der besten Verkehrsminister waren. Ramsauer, Dobrindt, Scheuer, die Elite, die Elite. Ja. Der letzte Applaus für Andi Scheuer in der Heute-Show. Wenn man da vielleicht vor 20 Jahren schon mal was gemacht hätte oder so, da wäre viel zu retten. Aber wenn da mal die Chloride drin sind im Beton, und dann ist vorbei. Ja, das müssen Sie sich merken. Einmal Chloride, dann ist vorbei. Ja. War das nicht der Typ, der früher in der Calgon-Werbung immer vor Lochfraß gewarnt hat? Ja, also er meint die Alkali-Kieselsäure-Reaktion. Fachleute nennen das auch Betonkrebs, ja, tatsächlich. Denn befahrbare Brücken und Straßen sind ja kein Nice-to-have, sondern die Lebensadern unseres Wohlstands. Friedrich Merz will übrigens auch dafür Bürgergeldempfänger einsetzen. Also, ja, natürlich. Ja, so Brückenpfeiler kurz vorm Einstürzen kannst du doch auch manuell sichern. Das ist eine absolut zumutbare Tätigkeit. Und nach 2 Stunden übernimmt dann halt der nächste Bürgergeldempfänger. Der Moment der Übergabe ist immer so ein bisschen heikel. Aber machbar ist das, wenn man denn will. Ne? Wenn man sich nicht zu fein ist. Viele deutsche Brücken sind nur deshalb noch nicht völlig zusammengebrochen, weil sie von den vielen kleinen Vorhängeschlössern verliebter Paare zusammengehalten werden.